Stellt euch vor, diese Zeitung kostet bald statt 2,90 3,50. Ist euch wurscht? Na gut, dann stellt euch vor, dieses Buch kostet bald statt 10 Euro 19 Euro. Immer noch zu abstrakt? Na gut, dann stellt euch vor, diese Papes kosten bald statt 1,20 2 Euro. Was ich mit diesen eigenartigen Beispielen versuchen will zu sagen, ist, dass Papier unseren Alltag in unglaublich vielen Facetten beeinflusst. Und so wie beinahe alles wird auch das hier, Papier, um einiges teurer werden. Manche sprechen sogar von einer Papierkrise. Wieso uns das nicht wurscht sein sollte, darum geht's in diesem Video. Fangen wir ganz von vorne an. Ich werde in diesem Video öfter den Begriff grafisches Papier verwenden. Grafisches Papier wird zum Beispiel für Zeitungen, Bücher oder auch Flyer benutzt. Um zu veranschaulichen, wieso gerade diese Art Papier besonders von der Teuerung betroffen ist und sowieso die ganze Branche gerade Kopf steht, haben wir uns 4 Punkte herausgesucht, auf die wir jetzt näher eingehen werden. Nummer 1, die Rohstoffkosten. Um grafisches Papier herzustellen, braucht man vor allem zwei Dinge. Zellstoff und Altpapier. Altpapier ist mengenmäßig der wichtigste Faserstoff. Da wir in Österreich offensichtlich solche Recyclingmeister sind, beträgt die Altpapiereinsatzquote in Österreich rund 72%. Zellstoff wird allerdings meistens außerhalb von Europa hergestellt, meist in Asien oder Lateinamerika. Und der ist aufgrund der steigenden Nachfrage teurer geworden. Außerdem ist die Nachfrage Chinas nach Zellstoff so immens hoch, dass es für den Rest der Welt recht mühsam ist, ihn zu beschaffen. Punkt Nummer 2, die Transportkosten. Die weltweiten Transportprobleme tragen auch zum Papierpreis bei. Straßentransporte sind aufgrund steigender Spritpreise nicht mehr so erschwinglich wie vor ein paar Jahren noch. Preise für den internationalen Schiffshandel sind gestiegen. Punkt Nummer 3, Produktionskapazitäten. Viele Unternehmen der Branche reduzieren aufgrund von Fachkräftemangel, höherer Energiepreise und den vorher schon genannten Gründen ihre Produktionskapazitäten. Und während die einen abbauen oder die Produktion gar ganz einstellen, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich ist, rüsten die anderen um. Gründe dafür seien die Digitalisierung und der boomende Onlinehandel. Mit der Digitalisierung geht einher, dass immer weniger Altpapier zur Verfügung steht, um daraus neues Papier herzustellen. Und wegen des boomenden Onlinehandels wird das verfügbare Altpapier häufiger für Verpackungsmaterialien verwendet. Unter anderem auch, weil die Verwendung von Kunststoffverpackungen immer unbeliebter wird. Einige Papierfabriken stellen die Produktion gar vollständig auf Verpackungskartons um. Allerdings, aus den dunklen Fasern der Kartons lässt sich kein helles Papier herstellen. Problem. Punkt Nummer 4. Energiekosten. Ja, irgendwie wusstet ihr doch eh schon, dass dieser Punkt kommen wird. Aufgrund der steigenden Energiekosten, die durch den Ukraine-Konflikt noch weiter nach oben schießen, ist die gesamte Produktion teurer geworden. Die Energiekosten machen insgesamt rund 20% der gesamten Produktionskosten von Papier aus. Die österreichische Papierbranche bezieht zwar 60% ihrer Energie aus erneuerbaren Quellen, aber es gäbe Produktionsschritte, bei denen Gas notwendig sei, heißt es zumindest von Seiten der Vereinigung der österreichischen Papierindustrie. Denn wer Papier herstellen möchte, der muss Papier breitrocknen. Und dafür braucht's Gas. Hierzulande hat beispielsweise die steirische Papierfabrik Norske Skog alle bestehenden Bestellungen und Liefervereinbarungen aufgelöst. Die Begründung? Es sei schlicht unmöglich, den bestellten Papierbedarf zu decken. International schaut es übrigens nicht besser aus. Der italienische Papierproduzent ProGest hat die Herstellung in seinen 6 Fabriken wegen des Gaspreises vorerst eingestellt. Dadurch wurden die Tageszeitungen La Repubblica und La Stampa im Februar um 20 Cent teurer. Also, PapierherstellerInnen sind aufgrund steigender Energie-, Rohstoff- und Transportpreise gezwungen, ihre Papierpreise zu erhöhen. Versorgungsengpässe bei Hilfs- und Rohstoffen sorgen für längere Wartezeiten auf bestellte Papiere. Somit dauert die Herstellung von Druckprodukten oft länger. Es gibt weniger Altpapier, weil seit 2020 bedeutend weniger Zeitungen, Briefe und Werbeprospekte hergestellt wurden. Außerdem fiel das Altpapier aus Großbüros weg. PapierproduzentInnen fahren ihre Kapazitäten herunter, einfach weil es sich aktuell nicht mehr rentiert. Der Onlinehandel und die damit verbundene große Nachfrage an Verpackungsmaterial bewegt einige außerdem dazu, umzurüsten. Die Folgen dieser Papierkrise sind in vielen Bereichen zu spüren. In den Fabriken selbst, in Druckereien, in Verlagen, Buchhandlungen und natürlich auch bei den EndkundInnen. Die Branche selbst fordert nicht nur in Österreich Handeln seitens der Politik. Zum Beispiel Zuschüsse für Energiekosten, ähnlich dem Fixkostenzuschuss, der während der Corona-Pandemie ausgezahlt wurde. Puh, also, Papier ist teurer und wird immer teurer werden.
Papes für 80 Cent oder 1,20 könnten bald schon eine Erinnerung aus längst vergangenen Tagen sein. Und auch in der Buchhandlung werdet ihr wohl oder übel tiefer in die Tasche greifen müssen. Wie sollte man den steigenden Papierkosten entgegenwirken? Was ist eure Meinung? Schreibt sie uns doch gerne unten in die Kommentare. Sollte euch das Video gefallen haben, dann teilt es doch mit euren Freundinnen und Freunden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, schaut's auf euch, haut rein, Bussi, euer Max Leschanz.